Und da ist er wieder, der Knorke, in der King Knorke Inc. Mit Knorktube und weiteren Aufträgen, hoffe ich. Hetty ist da richtig dran. Hetty legt da richtig los. Hetty hilft da auf jeden Fall weiter. Hetty, jetzt hau endlich einen neuen Auftrag raus. Und zwar wieder an den guten. Ja, das den letzten mittlere Dringlichkeit. Ich glaube, damit kann ich leben. Einfach das Geld, was dann lockt. Sehr schön. Gut. Die Backend-Komponente. 76%. Er hat jetzt sein Whiteboard, ja, aber die wollen alle ihre mittleren Arbeitsplätze haben. Aber wir haben ja gesehen, die sind alle viel zu teuer. Viel zu teuer. Jetzt halt die Frage. Kann den Arbeitsplatz tatsächlich verbessern? Verbesserung kostet 2500. Ich glaube, die ziehen das ab. 3000 kostet der normale Arbeitsplatz, 5500 und da wird einfach bloß verbessert. Ich habe auch ein bisschen Angst um meine Kohle. Wenn ich dem jetzt einen besseren Arbeitsplatz gebe, wollen alle einen besseren Arbeitsplatz haben. Beziehungsweise wollen die wahrscheinlich sowieso alle. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Mitarbeiter. Das heißt, es würde 10.000 Dollar würde mich der Spaß kosten. Das wäre an und für sich nicht so schlimm. Aber wir werden ganz krass sein und werden jetzt einfach anfangen, dem Geld, was wir da haben, zu leben. Du suchst doch keinen neuen Auftrag, weil du gehst trainieren, wie alle anderen auch. Das ist jetzt schneller fertig. Grafikkarte oder Grafikkomponente? Ja. Zack. So, mein Freund. Du trainierst auch. Jetzt machen wir hier voll die Trainingsfolge. Training ist tatsächlich wichtig. Wie ich finde. Er möchte, dass er vorher die Komponente fertig macht. Natürlich geht der vorher in den Feierabend. Als ob er es geahnt hat. Als ob er es geahnt hat. Wer bist du nochmal? Corey White. Ne? Allein der Name. Ich habe jetzt keinen Vergleich zum Namen. Aber allein der Name. Einfach so. So, wir haben immer noch... Knorketub hat einen Dollar eingebracht. Knorketub trägt sich selbst. Knorketub trägt sich selbst. Bestens. Auch wenn wir jetzt keine neuen Patienten mehr kriegen, würde ich sagen. Auch keine neuen Dings mehr kriegen. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mann, der soll doch trainieren. Komm, du fauler Hund, trainiere mal. So. Jetzt können wir uns im Prinzip nur zurücklehnen. Und abwarten. Quasi. So, bis jemand... Ich glaube, sie wird den Punkt auf jeden Fall als erstes erreichen. Ich glaube, danach kann man hier sogar tatsächlich Auftragstyp aussuchen. Auktionen finde ich immer ganz gut. Die brauchen dann aber, glaube ich, auch 8 Stunden oder so. Zeitmaschine, alle sind in den Ferien, würde ich sagen. Alle sind in den Feierabend. So, kommt wieder zurück. Das Training ist noch nicht beendet, liebe Freunde. Das Training ist noch nicht beendet. Jetzt ist Knorketub wieder auf minus 7 Dollar. Warum das denn? Wie geht das denn? Ist der Cloud-Speicher teurer geworden oder was ist hier los? Bis eben haben wir uns noch selbst getragen. Jetzt sind wir wieder im Minus. Immer diese scheiß Werbetypen. Ne? Die wollen keine Werbung mehr auf meinen Knorketub schalten. Das ist doch Betrug. Es ist wahrscheinlich wegen politisch inkorrekten Inhalt oder sowas. Ich brauch die Marmeladen-Uwe. Ich brauch die Marmeladen-Uwe für Knorktub, damit hier mal richtig Power angesagt ist. Oder ich stelle mich hier als Inhaber von Knorktub hin und mache selbst irgendwie Let's Plays und damit verschwemme ich dann den Markt. Wir haben mit dem Training, guckt euch das an, der ganze Tag ist schon rum und die werden mit dem Training hier nicht wirklich... Es dauert noch ein bisschen. Aber im Moment kann ich noch damit gut leben. Wir starten wieder die Zeitmaschine. Ja, wir überlegen, ob das nicht auch ganz gut wäre, wenn ich jetzt hier schon mal die ganzen anderen Sachen freischalte. Kostet ja in Anführungsstrichen nur... ein bisschen was. Der hat schon alles freigeschalten. Bei dir habe ich schon alles freigeschalten. Sehr schön. Und du hast, glaube ich, auch schon... Nee, du hast das ja noch nicht. Das kostet auch bis 1000. Nehmen wir auch mal mit rein.
Einfach damit wir es haben. So, ich schalte mal alle rum, dass die auch im Trainingsfenster sind. Damit ich da eine bessere Übersicht habe. Und du müsstest ja als erstes fertig werden. Wahrscheinlich heute nicht mehr. Was haben wir denn in unserem Inventar? Wir haben eigentlich von jedem... Wir haben Stufe 6 erreicht. Der Manager ist bereit, theoretisch. Aber... Das kostet das zusätzliche Fresser. Das kann ich mir nicht leisten. Nee. 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 Nee, 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 nee. Wir wollen ja überleben. Wir wollen ja überleben. Das Let's Play soll länger als 3 oder 4 Folgen gehen. Deshalb, nee, 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 nee. Noch nicht. Also, ist die Frau hier bald mal fertig? Ist sie. Bald. So. Und damit hat sie 196 von 196% erreicht. Hat eine Geschwindigkeit von 177. Das heißt, sie steht immer noch 4 Stunden, aber ich glaube, das würde sich, egal. Die verbessern sie mal, dadurch wird die allerdings sehr viel teurer. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie es wert ist. So, jetzt kann ich hier tatsächlich aussuchen, was ich gerne haben möchte. Alle Festpreis oder Auktionen. Das heißt, egal welche, kriege ich alle auf 4 Stunden einen Auftrag. Wenn ich hier noch speziell was haben möchte, und wenn ich das direkt auswählen möchte, braucht die doppelt so lange. So, ich bin der Auktionentyp, weil ich fahre mit den 520 Dollar pro Stunde immer ganz gut. Natürlich funktioniert das nur, wenn ich die Sachen auch habe. Ich weiß aber nicht, ob das im Moment so gut wäre. Ich glaube, ich nehme einfach alles an, was da kommt. Weil noch sind wir finanziell nicht in der Lage, wirklich gut unterwegs zu sein. Knokentube macht immer nur noch 7 Dollar Minus. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber irgendwas muss passiert sein. So. Zeig mal, mittlere Dringlichkeit. Ja, du brauchst die Umrisskomponente. Die können wir im Moment nicht abliefern. Ich würde das Training aber tatsächlich abbrechen, wenn du uns tatsächlich 520 Dollar bezahlst, aber das wirst du nicht tun. Nee, guck mal. Die Hälfte. Reddit. Ja, Reddit ist mir schon oft dazwischen gefunkt. Die Schweinehunde. Aber guck mal, wie schnell die jetzt nach einem Auftrag sucht. Ja, von wegen 4 Stunden. Die ist ruckzuck fertig. Das Training hat sich da auf jeden Fall schon mal ausgezahlt. Dass wir schnell Aufträge bekommen. So, geringe Dringlichkeit. Dann machen wir wieder so ein fettes, teures Angebot. Weil so nötig haben wir es im Moment nicht. Ich hoffe ja tatsächlich, dass wir die hohe Dringlichkeit bekommen, weil die bezahlen ja auch richtig schön dick. Und im Moment können wir es uns ja leisten. Wir produzieren jetzt ja auch nichts nach, ne, weil die alle hier irgendwie im Training sind. Die kosten dementsprechend auch alle Kohle. Steht das nicht sogar hier? Transaktion, Gehälter, 691. Nehmen wir mal die Zeitmaschine. Die haben wir ja heute erst hochgestuft, die junge Frau. Gucken wir jetzt mal rein. So, haben wir schon 100 Dollar mehr, die wir bezahlen. Stimmt, 3000 mehr. Das heißt, 100 Dollar pro Tag kostet die uns extra. Aber guck dir an, die ist es wert. Designkomponente. Ich weiß nicht, wie lange er dafür brauchen würde, um die zu bauen. Auch 11 Produktionsstunden. Okay. Nehmen den Auftrag mal an. Drück mal eben auf Pause. Der ist zwar jetzt noch im Training, aber... Was? Der braucht nur so wenig? Ihr kriegt ja doch jetzt hin, auf Anhieb. Nee, das finde ich okay. So. Jetzt liefern. Du machst jetzt gleich noch eine zweite fertig, damit wir sie einfach haben. Danach gehst du wieder ganz normal ins Training, mein Freund. So, da hat er's. Ab ins Training. Zurück ins Training. So, Henrietta ist gleich, also Hetty hat gleich wieder einen weiteren Auftrag.
Läuft, würde ich fast behaupten. Mittlere Dringlichkeit können wir sofort liefern. Hätte natürlich schon gerne ein bisschen mehr. Aber, wir nehmen jetzt jeden Cent irgendwie an. Ja, mit 20.000. Du brichst jetzt nochmal dein Training. Einfach um hier noch so ein Teil zu entwickeln. So eine Umrisskomponente. Ist ja nicht so, dass es ein Abriss ist. Es ist ja nur ein Umriss. Pausiert und wieder zurück ins Training. Mach was draus. So, wie weit bist du denn? Ja, die brauchen alle noch ein bisschen mit dem Training. So, Inventar hat sich ganz schön geleert. Die Netzwerkkomponenten gehen uns aus. Dann natürlich nicht ganz so gut. Grafikkomponente? Mittlere Dringlichkeit. Probieren das mal. Ich versuche das immer mal. Wie wär's mit 270? Haben wir den Auftrag bekommen? Ja, bin doch begeistert. 1000 Dollar. Einfach so. Kaffeekasse. Läuft. Und die 1000 Dollar, die verwenden wir gleich, ja, fürs Marketing. Zack. Weiter geht's. Vielleicht kommen wir jetzt tatsächlich endgültig aufs Plus und können uns auch ein Plus halten. Nach dieser tollen Werbekampagne und Knorktube. So, Bewertungen wurden aktualisiert. Ja, da stehen wir immer noch ganz, ganz weit unten. Wir können ja trotzdem mal spaßhalber schauen. Nicht Mitarbeiter. Mit Bewerber, Videoplattform. Haben wir uns denn verbessert? Also wir haben jetzt einen Wert von 27.500. Ne, 27.500. Wir haben jetzt 27.500 ungefähr, haben wir jetzt einen Wert. Mit 5.000 Nutzern. Das ist jetzt noch nicht so pralle. Müssen wir jetzt einfach mal zugeben. So, da ist der nächste Auftrag. Hohe Dringlichkeit. Den können wir sogar sofort erfüllen. Und das eigentlich fast spielend. Das bringt 5000. Das machen wir sofort. Das Problem ist jetzt, dass wir keine Umrisskomponente haben und auch keine Netzwerkkomponente mehr. Umrisskomponente können wir hier gleich machen. Das Training, dann arbeitet er von ganz allein. Die brauchen allerdings 166. Dann braucht er noch so lange. Kannst du Netzwerk? Du kannst gar kein Netzwerk. Kannst nur du. Für dich ein bisschen. Du hast schon 29% fertig vom Netzwerk. Hätte ich dann trotzdem gerne eine von dir hier. Wäre ganz nett. Ganz nett wäre das. Moment, hat er jetzt seine Umrisskomponente schon fertig gemacht? Und ich habe es total verpasst, weil ich woanders hingeguckt habe. Ja, sieht so aus. Machst halt noch eine zweite, weil es kann ja sein, dass wir jetzt hier direkt eine verkaufen mit hoher Dringlichkeit. Zwei Netzwerkkomponenten. Nee. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Wo wir jetzt an einer arbeiten. Würde richtig viel Kohle bringen. Aber ich fürchte, wir würden das nicht schaffen. 24 Stunden. Okay, no risk, no fun, oder? Komm, 11.400. Richtig fettes Geld. Wir haben den Zuschlag bekommen. Das heißt, der macht sowieso... Okay, einer hat er fast fertig. Der ist eigentlich ganz schnell. Das heißt, wir werden hier 1.000 Dollar investieren. Im Prinzip... Training ist schon unterbrochen. So, der macht jetzt noch eine. Einfach, damit wir danach noch eine haben. Und, ja, ich hoffe, wir schaffen das. 23 Stunden verbleibend. Hör du mal auf, mach da mal mit deinem Training weiter. Wir haben jetzt genug Umrisskomponenten. Glaube ich. Netzwerkkomponente, das könnte tatsächlich funktionieren. Wir haben dann, sind dann rich. Wir sind einfach rich. Wenn jetzt nicht alle in Feierabend gehen, schaffst du es noch? Ooh, baby, I love your way. Every night and day.
Knurk hat angefangen zu singen. Alles ist in Ordnung. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz in die Zeitmaschine steigen. Aber soweit ist alles in Ordnung. Das war sogar sonntags. Meine Güte. Sonntags macht der Knurke hier Geschäfte. Das ist unfassbar. So, der da hinten macht noch die letzte Komponente. Die quasi fehlen, ne? Dafür gehst du jetzt ins Training, my friend. Sehr schön. Alle sind wieder am Trainieren, außer Hetty. Hetty bringt uns geringe Dringlichkeit, aber hat schon das erste neue Produkt. Die erste neue Komponente. Nee, tut mir leid, dass geringe Dingsbums. Nee. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich angewählt, dass wir sämtliche Aufträge annehmen? Oder tatsächlich nur noch, ihr wisst schon. Nee. Wir haben auch mittlere Aufträge. Einer Netzwerkkomponente. 5200 bringt uns das. Wir nehmen das Ganze an, weil das Training ist ja soweit fast vorbei, würde ich sagen. Von unseren Jungs und Mädels. In dem Moment, wenn die nämlich anfangen, zu arbeiten wieder. Guckt hier, der geht in die Umrisskomponenten. Unser Designer, Raymond, weil er mit Training einfach fertig ist. Wir können ihn jetzt nur noch verbessern. Und das tun wir jetzt. So. Das heißt, bei ihm bringt das, glaube ich, bloß Geschwindigkeit, weil mehr Designermöglichkeiten gibt es gar nicht. Und die Geschwindigkeit wächst dann natürlich nur, wenn wir ihn weiterhin trainieren würden. Lass mal gucken. Wir lassen den hier mal laufen. Natürlich hat er Feierabend, ne? Ich wollte jetzt eigentlich, dass er das fertig macht, damit ich in eine Grafikkomponente reindrücken kann. Aber nein, das geht natürlich nicht so. Der junge Mann ist fertig, den verbessern wir mal. Der könnte jetzt tatsächlich schon bessere Sachen herstellen. Aber den lassen wir jetzt weiterhin die Netzwerkkomponenten machen. Einfach, weil wir die brauchen werden. Denn da haben wir schon unseren nächsten Auftrag und der sagt, dass wir alles machen können, was wir nicht haben. Okay, das geht sowieso bloß vom leitenden Entwickler. Vielleicht sollte ich jetzt doch langsam mal anfangen, einen leitenden Entwickler einzustellen. Wäre vielleicht ganz clever. Das Geld hätten wir ja da. Und vielleicht sollte ich tatsächlich den Arbeitsplatz jetzt inzwischen verbessern. Und zwar für alle. Weil das Geld ist ja jetzt tatsächlich da. Ist jetzt nicht so, dass ich es behaupten könnte, nein, wir haben jetzt kein Geld dafür. Geld ist ja jetzt quasi da, um diese vier Schreibtische, sind ja sogar bloß vier, warum habe ich da letztens 10.000? So, hier bitte. So, jetzt hat jeder sein Zeug, kostenlose Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Wollt ihr mich... Jetzt, ne? Geht doch mal woanders baden, aber nicht hier bei mir. Warum hast du plus 67%? Möchtest kostenlose Getränke haben? Was kostet mich denn der Spaß? Kostenlose Getränke, bitte. Kostet 450 pro Monat. Das heißt... 45... So, nicht besonders... Nehmen das einfach mal. Dann sind die hoffentlich ein bisschen zufriedener. Die wollen eine kostenlose Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Das ist noch nicht mal freigeschaltet. Blöde Kuh. Okay. Du programmierst. Habe ich dich schon hochgepusht? Ja, habe ich schon. Training. Nee, jetzt erstmal. So, Knorketube hat tatsächlich 18 Dollar eingebracht. Knorketube ist tatsächlich jetzt im Plus. Die Werbung ist ausgelaufen. Ja, das Marketing ist ausgelaufen. Wir können uns jetzt natürlich leisten, noch mehr Marketing zu machen, aber wir müssen hier die Sachen verbessern. Da müssen wir tatsächlich mach dir eine Umrisskomponente. Lassen wir den Tag hier noch rumgehen. Da ist es passiert. Zeitmaschine. Zack, 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 zack. Ding Dong hat's gemacht und Knorketube hat 8 Dollar eingebracht. Was ist aus den 18 geworden? Wieso ist dein 18 jetzt 8 geworden? Verstehe das nicht. Das ist gleich geblieben. Die 40 Dollar.
Gewinn durch Knorkeltub 48. Was hat Knorkeltub am 19. Tag eingenommen? 58. Wo ist das Geld hingegangen? Man kann keine Nutzer verlieren. Das ist ein bisschen komisch. Bisschen komisch. Das klären wir dann aber wahrscheinlich in der nächsten Folge. Soweit erstmal für Folge 3. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen bei Folge 4 wieder. Macht's gut. Euer Knorke. Tschüss.